guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Donauwörth. Möchte heute nochmal einen schönen DMST-Flug machen. Das Wetter sieht gut aus. Südlich der Donau und noch ein bisschen hohe Wolken, irgendwie ziemlich Feuchtigkeit drin. Aber auf der Alp und da, wo ich hinfliegen möchte, sieht es sehr gut aus. Keine Wolken gerade, volle Sonneneinstrahlung. Aber mal schauen, was der Tag so bringt. Thank you.
Aber sieht schon schwierig aus. So, jetzt habe ich gerade ziemlich viel Zeit verschwendet. Bin so ein 400 Meter AGL gewesen. Ja, habe davor nichts Richtiges gefunden. Und habe dann ein bisschen im Nullschieber rumgesucht, rumgetestet. Bin aber jetzt so in einen knappen 2-Meter-Bart gekommen und habe wieder hochgemacht. Ja, der Schnitt ist ganz schön runtergegangen. Jetzt noch einen 75er-Schnitt. Wird schon spannend, aber naja, es kann noch funktionieren. Jetzt den Thüringer Wald runter und dann Richtung Bayerischen Wald könnte man schon noch so, wenn es gut geht, einen 100er-Schnitt pflegen. Ja, könnte man schon noch um 19 Uhr oder so ändern für Kurbel. Naja, mal die Daumen drücken und hoffen, dass das funktioniert. Noch 393 Kilometer und noch 4 Stunden bis Thermikende. Also fast ein 100er Schnitt, ist schon schwierig. Mal schauen. Aber da vorne an Thüringen entlang ist es richtig schön aufgereiht. Da fliege ich da einfach nur geradeaus entlang und dann wird es schon. Oh, der geht wieder ganz gut. Jetzt haben wir noch 10 km/h Rückenwind. Da hinten kann man gleich Suhl sehen. Also so preise ich schon ganz gerne. So, und wer kann mir jetzt sagen, ob der Thüringer Wald besser geht als das vorgelagerte? Thank you.
Endlich ändern Flug. Yeah. So freaking awesome.